Joho, Binding of Isaac, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Everything of Isaac, All Random, All in Rebirth. Naja, so, je nachdem. Ich muss mir gerade mal den Bildschirm ein bisschen kleiner herstellen. So, juck ich mich auf meiner Nase, muss das sein. Okay, All Random, All in. Die Regeln stehen wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe. Isaac, okay, ist in Ordnung. Oh, man sieht meine Maus im Bild. Voll professionell. Ja, passiert. Ich hoffe, wir schaffen es weiterhin, unsere Regeln richtig einzuhalten. Ich bin halt immer viel zu häufig versucht. Oh, du bist eine Spinne auspupst, so eine Spinne, die Spinnen auspupst. Das ist wenig hilfreich. Du wirst, ich wollte gerade sagen, als Champion sich eventuell in was anderes noch verkrüppeln, aber alles in Ordnung. Ich habe mir die letzten Runs mal so teilweise angeguckt. Ich glaube aber, wir haben die Regeln alle ziemlich gut eingehalten. Was heißt wir, also ich? Und wie gesagt, Spacebar-Item, da darf ich mir immer das aussuchen, was besser ist. Und ich denke, das ist auch völlig zu rechtfertigen. Weil es ja doch schaffbar sein muss. Und wir sehen, dass wir mit All Random, All In Challenges ziemlich weit kommen. Wir haben Mega-Satan vernichtet. Und das total easy. Das war super schön. Also, ich spüre, die Power bei diesem Projekt ist stark. Und mir macht es sehr viel Spaß. Ich spiele sehr, sehr gerne Isaac. Wow, hüpfende Hosen. Oh, meine Torsos. Ich meinte, geköpfte, hüpfende, glückliche, geköpfte, zielgenau springende, kleine, mit eingebauten Radar versehene Dingsbumse. Die Teile haben auch alle Namen. Fragt mich bitte nicht. So, wir gehen uns jetzt erstmal weiter auf der Stage umgucken. Ansonsten müssen wir den Schlüssel auf jeden Fall ausgeben, weil in den Raum müssen wir auch rein. Na, wirst du das wohl lassen? Ich bin ja sehr gespannt, was wir kriegen. Weil rerollen können wir notfalls auch nochmal. Klack. Bomben. Wir kriegen so viele Bomben. Das ist ja richtig nett. Benutzen wir einmal. I can see forever. Sehr nice. Und dann rerollen wir es. Und wir kriegen Daddy's Key. Ja, opens all doors. In dem Fall benutzen wir das, um den Shop zu öffnen. Würde uns jetzt auch. Das Necronomicon, das könnten wir auch noch. Einen Reroll kriegen wir nicht mehr hin. Achso. Danke. Ein Recharge können wir uns holen. Das ist sehr gut. Dann werden wir das. Necronomicon wird, glaube ich, in andere Bücher rerollt. Wir werden Daddy's Key rerollen damit. Mit dem Reroll. Weil ich hatte jetzt nicht vor, nochmal zu Mega-Satan zu gehen. Vor allen Dingen, solange wir nicht wissen, ob wir ein gutes Set zusammenkriegen. So. Sehr gut. Mal noch gucken, was hier drin ist. Spinnies habe ich auch nichts gegen. Ist in Ordnung. Dann rerollen wir das und dann gehen wir gleich zum Boss. Like a Boss. Swag. Es ist Sister Maggie. Friends till the end. Das Necronomicon sollten wir auf jeden Fall mal anfassen, damit es aus dem Itempool raus ist. Ist ein ganz nettes Item. Mass Room Damage Effect. Ist ganz nett. Aber ich glaube, wenn man das rerollt im geheimen Raum, wird es immer zu anderen Büchern. Ich meinte, das hätte ich neulich mal, diese Erfahrung, da hätte ich mal durchgemacht. Und ich wollte jetzt eigentlich auch eher lieber ein gutes Goldraum-Item haben, aber naja. Secret Room-Item wäre halt auch nicht schlecht gewesen. Oh, wir können es nochmal ausprobieren. Wir können es nochmal ausprobieren. Wir gucken, was jetzt passiert. Vielleicht bekommen wir ja doch ein tolles Secret Room Item. Weil es gibt, glaube ich, halt immer bestimmte Items, die dann da im Pool sein können. Das ist Forget Me Now. Wir würden damit die komplette Ebene nochmal machen. Das hebe ich mir mal auf, bis wir den Boss machen. Wir hätten dann allerdings unseren Reroll nicht mehr. Das müssen wir uns gut überlegen. Weil, wie gesagt, Everything of Isaac Challenge, wir müssen nicht alles machen, nicht alles benutzen, weil es soll ja auch schaffbar sein. Und ganz ehrlich, mit dem D6 hat man halt wirklich eine sehr, sehr hohe Chance, hier gut durchzukommen. Ihr wollt ja auch gute Runs sehen. Okay. Ne? Von daher. Hallo, Larry! Oh, das ist der grüne Larry. Und Sister Maggie macht ganz gut mit Schaden, ne? Schon süß. Kleine Sister Maggie. Ich kümmere mich jetzt gerade erstmal um den langen, dicken, grünen Larry hier. That's what she said. Wow.
Nicht so aggressiv, Junge. Huch. Ich hätte mal gleich so chargen müssen, ey. Es hat mich jetzt so sehr irritiert, dass ich mich hab treffen lassen. Was ist da gerade passiert? Kann das jemand rekonstruieren? Was genau war das gerade? Das habe ich mir doch nicht... Aua, toll. Nochmal getroffen. Das muss ja nicht sein. Das schöne Soul Heart. HP-Up-Item. Tja. Können wir nehmen. Wir können Forget-Me-Now nehmen. Ich meine, wenn wir es schon bekommen, warum machen wir es nicht? Wie, lasst uns einfach Forget-Me-Now nehmen. Dann haben wir den D6 nicht mehr. Na und? YOLO! Deswegen spielen wir diese Challenge. Wir behalten jetzt unsere gesamten Items und haben halt die Möglichkeit, nochmal hier Goldraum abzustauben, Boss abzustauben. Das ist auch schön. Es ist eine doppelte Ebene. Ohne Curse vor allen Dingen. Die Ebene war so lieb und hat uns keinen Curse gegeben. Und mit Maggie haben wir eigentlich auch ganz guten Schaden. Wir haben wieder einen Schlüssel bekommen. Vielleicht haben wir ja auch wieder das Glück, irgendwie andere tolle Items zu kriegen. Sowas wie I Can See Forever Pille. Au. Wieso lasse ich mich von sowas treffen? So viel Schaden mache ich jetzt noch nicht. Muss ich ein bisschen aufpassen. Diese hüpfenden Killerhosen immer. So, du kommst jetzt mal her, du. Das hier, du... Moment, ich wollte gerade sagen, du bist die explodierende Variante. Mit dem Komma her, du, ist gar nicht so eine gute Idee. Ich hatte übrigens noch nicht nachgeguckt jetzt, inwieweit viele von euch gesagt haben, mir ist die Webcam zu groß, zu klein. Ich finde sie eigentlich ganz angenehm so. Weil das ist schon von der Größe her, würde ich sagen, passt zu Binding of Isaac. Man kann, finde ich, halt selbst auf Tablets und Android und Co. Halt noch ganz gut was erkennen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Für all jene, die das auf klein gucken. Oh, Book of Revelations. Das ist super. Das ist besser als der D6. Weil es gibt eine Survivability. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige... sehr wichtige Fähigkeit, sich selbst Schutz zu geben. Mit anderen Items in Kombination kann das sehr stark sein. Wir werden den Cube of Meat oder Bandage Ball bekommen, weil wenn wir das Book of Revelations einsetzen, Reiter als Gegner spawnen beim Endboss. Und das ist natürlich auch ein ganz interessanter Charakter. Oh, die Kerze hätte ich sehr gerne. Vielleicht kriegen wir das Geld zusammen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir können noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Irgendwas Besonderes gesprengt? Nee. Wir können noch ein bisschen Geld zusammenkriegen, denn da unten in dem Raum war ziemlich viel Geld drin und das können wir uns notfalls raussprengen. Vielleicht ein Pupu und noch ein Herz. Immerhin. Es ist Liebe in der Scheiße. Viel Liebe. Na, ihr müsst doch jetzt hier aber nicht so verfolgende Psychospinnen sein. Das muss doch nicht sein. Droppst du mir ein Item? Batterie oder so? Du droppst mir eine Batterie. Ich guck mal, ob ich das hier noch aufgeladen kriege, bevor wir uns die Batterie holen. Nope, aber es ist super bright. Vielleicht droppst du uns ein Item, das wir aufgeladen kriegen wollen. Oh Gott. Du bist jetzt aber nicht mein Favorit. Nee, leider nicht. Aber wir kriegen The Lovers. Das gibt uns zwei Herzen und das ist in Ordnung. Dann nehmen wir das ruhig. Haben wir wieder ein Soul Heart mehr? Und dann sprengen wir uns. Es reicht nicht ganz. Oh, ich hätte ja wenigstens mal so sprengen können, um zu gucken, ob hier der Geheimraum ist. Naja, das lerne ich vielleicht auch noch mal irgendwann. Wahrscheinlich ist er eher da unten. So, und jetzt sprengen wir uns hoffentlich noch Geld aus dem Automaten, das ausreichend ist. Es können nämlich auch nur zwei Münzen aus dem Automaten kommen. Deswegen sprengen wir den Kleinen damit. Alles gut gelaufen. Lass mal gleich kaufen. Das nehmen wir hier mit. Und den Rest lassen wir da drin versauern, beziehungsweise ich packe hier wieder das Geld rein, sonst fühle ich mich schlecht. Was ich zu viel bekommen habe, quasi. Und wir bekommen für mein. Aber wir, also die Candle sorgt dafür, dass wir keine Curse kriegen können. Dieses Curse of the Darkness, Curse of the Lost, Curse of the Unknown, etc. pp. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ist eins meiner Lieblings-Items. Seitdem ich das im Shop freigeschaltet habe, feiere ich das regelmäßig. Hey! 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 Ey, Mann, ey!
ey, echt ey. So, du jetzt noch? So, und da kriegen wir unseren Cube of Meat. Soll heißen, wir werden Meat Boy zusammenkriegen. Das ist cool. Das ist cool, das gefällt mir. Gut, gehen wir weiter. Nächste Stage. Och, ein Isaac ist so unglücklich. Sehr schön. Na, jetzt haben wir natürlich... Oh. Wieso hatte ich den Blackheart-Effekt? Hatte ich ein schwarzes Herz? Das habe ich irgendwie jetzt gerade dann verdrängt, wenn ja. Beziehungsweise nicht mitbekommen. Wir haben jetzt wieder eine Bombe. Das ist okay. Irgendwas habe ich nicht mitgekriegt. Oder die Candle sorgt dafür. Oder ich habe keine Ahnung. Ist da nicht wieder irgendein Item-Effekt, den ich übersehen habe, der dann noch funktioniert? Ihr schießt aber schnell. Jetzt hätte ich gerne noch eine Bombe, weil da ist schon wieder was. Das ist keine Bombe. Merken, wir haben noch, falls wir Bombe und so kriegen, da ist noch. Dass ihr immer in Kombination mit den kleinen Spinnen kommen müsst, ne? Ja, mein Cube of Meat, der beschützt mich sehr, sehr gut. Na? Gut. Ich habe das absichtlich gemacht. Ich wollte das freigesprengt kriegen. Oh, verdammt, da hätte ich jetzt gerne... Die hätte ich gerne beim Stein unten freigesprengt. Pille, was machst du? Pheromone. Ja gut, kaufen können wir uns auch nichts. Braucht dringend mehr Bomben. Doppelbomben wären jetzt gut. So ein Doppelbomben-Drop würde ich mich voll drüber freuen. Mal schauen, was wir bekommen. Wir können nicht mehr rerollen, ne? Nicht zu vergessen. I will that. This is Wizard. Wir bekommen Ippelkeck. So viel zu dem Thema, wir brauchen Doppelbomben. Da hat das Spiel doch schon mal meine Gebete wieder sehr erhöht. Achso, wir haben ja. Ihr wisst schon hier, ne? Und so. I will Wizard. Das kann ich schlecht kontrollieren. Hört das auch mal irgendwann wieder auf? Übrigens, wir müssen das ja aufschließen. Judgment. Das ist doch der kleine Bettler hier, ne? So, dann öffnen wir das mal. Holen uns das hier noch. Geben dem kleinen Bettler noch mal was. Geheimraum? Nö. Geheimraum? Nö. Der bleibt da nicht, ne? Der geht wieder. Nee, doch, der bleibt. Das ist okay. Geld? Nope. Geld? Nö. Gut, wir haben Ippelkeck. Damit ist der Run auf der einen Seite yay, auf der anderen Seite ach du Scheiße. Weil es könnten nämlich Dinge kommen, die Ippelkeck sehr schwierig machen. Bestimmte Item-Kombinationen, die Ippelkeck sehr schwierig machen. Und bei The Everything of Isaac müssen wir alles mitnehmen. Es ist halt so. Oh. Wir können uns hier reinsprengen. Das ist okay. Ist das Larry? Der ist auch nicht leicht zu erwischen. Okay. Hab ich... Ja, alles gut. Au, das war so klar. Da bin ich noch nicht so ganz so kompetent mit. Oh, oh, die Gurglings. Die haben dem Ding ja nichts entgegenzusetzen, ne? Golden Key. Das ist sehr angenehm. Das bringt mir bei dir trotzdem nichts. Hier. Oh, das muss doch nicht laggen. Den Bettler will ich nicht unbedingt sprengen. Nachher kriegen wir 99 Keys oder sowas. Alles schon vorgekommen. Und dann ärgert man sich, wenn man das macht. Aha. Jetzt können wir noch ein bisschen Geld in den Bettler stecken. Wir gehen erst shoppen. Wir gehen erst shoppen, bevor wir jetzt dem Bettlerchen noch ein bisschen mehr Geld reinpumpen. Gucken mal. Blue Card hätte ich schon gerne. Nice. Wow. Spiel. Ehrlich, was ist los? Die Blue Map hätte ich gerne, weil dann würden wir die Geheimräume sehen. Das ist immer ein sehr guter Anhaltspunkt, um den Bossraum zu finden. Weil meistens ist er in der Nähe des Super Secret Raums. Nicht unbedingt immer. Puh. Da ist auch schon unser eines Geld. Sehr gut.
Dann holen wir uns die Blue Map. Damage Update brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist auch schön, aber Challenge Up muss ja auch nicht sein. Wir nehmen jetzt nämlich die Blue Map mit. Und da sehen wir nämlich auch schon, da oben ist der Secret Room. Super Secret Room vielmehr. Geil. Läuft gut. Läuft richtig gut. Keine Curse-Probleme. Wir haben Ipecac. Ipecac ist richtig nett. Das konnte man sich jetzt einfach auch mal so geben hier. Zack, machen wir das Feuer da noch aus. Das braucht tatsächlich zwei. Okay, jetzt haben wir Ipecac, damit das Feuer ausgeht. Ja, wenn wir dann Herzen brauchen, wissen wir Bescheid, ne? Och Gott, das ist mit Ipecac ja scheiße. Ipecac tut man sich doch recht häufig weh. Hä? Bäh. Alles gut, sogar ein Bossraum. Und Damage Up und Range Up, das ist okay. Oh, komm schon. Wir hätten so viele Herzen gehabt, die wir da rausschleudern können. Okay, dann geben wir unser Geld jetzt noch dem kleinen Bettler. Weil der freut sich dann ganz doll. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Leben ab oder sowas. Fliegen wäre mein Traum. Fliegen wäre mein Traum. Das wäre... der Tower. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir sind der Tower. Tja, kleiner Bettler, dann tut mir das leid. Aber mehr Geld kriegen wir leider hier nicht mehr. Zumindest wusste ich jetzt nicht, dass ich sprengen könnte. Und da wir jetzt den Devil Deal ausgeschlagen haben, will ich die Bettler auch nicht töten. Ich glaube, vielleicht kriegen wir hier noch Geld. Ich glaube, das gibt einen eine niedrigere... Können die Spinnen mal die Spinne erledigen? Hallo. Danke. Ich glaube, es gibt eine niedrigere Chance auf Angel Deals. Und Angel... ist doch auch nicht schlecht. Ist jetzt schon wieder so niedrig in der Webcam. Passt schon. Einmal in den Auerraum. Und aus dem Auerraum wieder raus. Oh, ihr Kinder, ne? Ich sag es euch. Oh, ihr Kinder, ne? Ich sag es euch. Komm schon, erwisch die. Los! Was ist das? Tier ist down. Naja. Das ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht kommt ja hier nochmal irgendwo die ein oder andere gute Pille raus. Das war die Tearspawn-Pille, genau. Die weiße war die Tearspawn, das merke ich mir nicht. Du bist Io Wizard, das ist nicht so. Das ist was, was du? Pheromone. Pheromone ist noch. Nein, ich lasse mich da, ich will lieber die Liebenden. Dann lieber die Liebhaber. Und du bist eine Furzpille. One-Up-Pilze oder so? Ist auch in Ordnung. I can see forever, meinetwegen, dann müssen wir uns da nicht reinsprengen. Wizard ist blöd, I can see forever nochmal. Nehmen wir mit, müssen wir uns da nicht reinsprengen, wie gesagt. Also, hat auch Vorteil. Wir wissen zwar, wo das ist und wir können uns da ohne Probleme reinsprengen, aber... in Anbetracht der Tatsache, dass wir eventuell Bamfriend irgendwann mal finden könnten. Das ist nur eine Eventualität, das muss nicht passieren. Oh, vorsichtig. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht in seine eigenen Ipecacs reinwirft. Hopp. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich Lovers mitnehmen. Oh, guck mal, ist noch kleine glückliche Kaka. Wir nehmen Lovers mit. Wir nehmen Lovers mit, ja. Das ist schon in Ordnung. Hier unten habe ich irgendwas, ein Key. Ein Golden Key. Das ist super. So ungewohnt, wenn man nicht einfach Tränen rausfeuern kann. Ach, guck mal, Ghost Baby. Also die Babys bringen uns nicht so viel, weil wir ja nicht so viel raushauen können. An Schaden. Ah, Gott, ich wollte den Meat Cube nutzen. Weil wir ja... was sollen wir machen, ne? Was sollen wir tun? Wir können ja nicht dauerhaft schießen. Schwierig, schwierig. Ich gerade noch mal so gedodged. Hier zufällig ein One-Up-Pilz drunter oder ein All-Stats-Up-Pilz. Nee. Tears up, das ist gut. Wir hatten Tears down.
Balls of Steel. Wir wissen schon mal, dass eine Balls of Steel Pille hier im Pool ist. Das ist super. Balls of Steel Pille, Balls of Steel Pille. Keine Ahnung, Lockdown Pille, Tears Up Pille, Bad Gas Pille, Balls of Steel Pille, Balls of Steel Pille, definitiv. Können wir uns hier so noch ein bisschen wehtun, wenn es sein muss? Also im Notfall. Ansonsten könnten wir bei nach dem Devil Deal uns direkt wieder so ein bisschen voll arbeiten, ne? Ach, Ipecac ist schon schön. Doch. Doch, macht Spaß. Nach euch auch. Den nicht so. Ich benutze das Buch aber jetzt mal wegen, dass wir den sicher auf jeden Fall den Reiter kriegen. Oh, da muss ich ja echt aufpassen, was ich mache. Kompass wäre eigentlich ganz cool. Ich will aber lieber die Bombe. Aua. Au, ey, das war doch nicht notwendig. Dann gehen wir jetzt noch nach oben. Gucken wir uns noch die anderen Räume an. Challenge Room mäßig. Da kommen wir rein. Das ist super. Das ist super. Moment. Erstmal die Madis da wegmachen, ja? Und ich glaube, ich möchte die Fork haben, weil wir damit die Chance besitzen. Wobei, aber ich möchte eigentlich gerne die Herzen wieder loswerden irgendwann. Aber wir können halt dann Gegner quasi verspeisen. Also haben die Möglichkeit, dass wir Regeneration dadurch haben. Wir haben aber nicht so viele rote Herzen und ich denke, wir werden auch nicht viele. Da kriegen wir noch einen Soulart hinterhergeschoben. Gott, das ganze Pillen hier, das ist ja krass. Dabei haben wir gar kein hohes Luckstat oder sowas. Ja, sogar Lockdown-Pille, ey. Klappt das? Nee, ich treffe nicht. Wo geht's jetzt noch nach da oben hin? Da ist gerade eine Pupu. Da kommen wir nicht dran. Da komme ich dran. Ha! Das kann man sich nämlich hersprengen. Da leider nicht. Okay, soll heißen, wir haben hier wirklich alles hinter uns gebracht. Nee, ich nehme Touch Dizzy Get Fizzy Dingens. Ihr wisst schon, wen. Ach komm, hier. Nix. Okay. Hallo? Explodierst du gefälligst? Okay, die Maschine ist unkaputtbar. Well. Ah, guck mal, was du kannst, kann ich auch. Nee, das kann ich auch. Das kann ich auch. Wirklich, das kann ich auch. Ist gar kein Problem für mich. Nice, Meat Cube. Und Judas Schatten. Damit hätten wir nochmal ein Real Life und würden als Judas wiederkommen. Das ist jetzt nicht mein Traum-Item. Ganz ehrlich. Sehe ich jetzt nicht ein. Nehme ich nicht mit. Nee. Nehmen wir nicht mit. Nee, 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 nehmen wir nicht mit. Wollen wir nicht. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Sollen wir nicht. Die Musik könnte auch mal ein bisschen spannender werden. Was haben wir denn hier? Das ist Acoustic Peaceful. Wie wäre es mit Acoustic Dark? Ein bisschen Dark Style. Ach, du liebst ein bisschen. Das ist gar nicht so einfach mit Ipecac, kleine Gegner zu treffen, ohne sich vor allem selbst zu treffen, vor allem wenn die auf einem drauf landen. Mehr Bombis für uns. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Eine Pille. I can see forever Pille, warum nicht? Komm her, Dicky. Nee, 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 nee. Nee, das mit dem Ansaugen ist nicht so. Nee. Wow, der hält aber viel aus. Jetzt können wir langsam Damage Update gebrauchen. Wir nehmen die Balls of Steel Pille natürlich weiterhin mit. Er spuckt die Hosen immer nach vorne aus, ne? Ja. Super. Ha, hätte sich auch erledigt. Und ein Schlüssel für uns. Nee. Nicht mehr mit euch. Never ever again. Kein Geld für dich. Das war unser kleiner Meat Boy. Und was wir alles mitnehmen müssen. HP up, speed down, you feel stumpy. Jetzt können wir hier überall drüber latschen. Oh. Ist nicht mein favorite item. Wirklich nicht.
Das macht so langsam. Oh Gott, jetzt brauchen wir ein Speed-Up. Okay, im Shop können wir eigentlich nichts kaufen. Also wir brauchen auf jeden Fall, müssen dieses, den Touch-Fizzy-Ding mitnehmen, weil der kann uns die Chance ab und zu geben, wenigstens ein bisschen Speed-Up zu haben. Uff. Moment, im Shop könnte aber auch Greed sein. Das ist jetzt so die typische Greed-Seite eigentlich. Nö. Das hätte ich ja schon gerne. Doppeldrop. Steam Sale. Das Damage Up auch, aber das ist nicht so wichtig. Kann ich dann einfach eigentlich so die Steine drüber, dass ich dann hier rankomme und den kleinen Bettler da sprenge? Ich kann mit dem Epicac keine Bettler sprengen oder Sachen. Okay, das wusste ich irgendwie nicht. Ich dachte, das funktioniert wirklich wie eine Bombe. Die Tierstar muss jetzt nicht sein. All Stats Up Mushroom. Deswegen macht die Dinger immer kaputt. Das ist sehr gut. Jetzt. Okay. Völlig normale Größe. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo das mit den Herzen ausgeben wirklich langsam schön wäre. Ich hoffe, ich nicht kommen sehen. Au. Au. Was machst du denn da drüben? Nicht so abgehen hier. Zumal wir jetzt eine recht schnelle Schussgeschwindigkeit haben. Jetzt wäre natürlich Pyro-Manik wäre Hammer. Wäre Hammer, wäre das. Mega gut. Oder was zum Rerollen. Ne? Kann man auch machen. Das war knapp. Ja, ja. Explodiert da ruhig. Kein Problem. Achso, wir können ja hier drüber stompen. Wir sind jetzt Stumpy! Stumpy! Na, wir müssen alles mitnehmen, Kenners. So ist die Challenge. Wir müssen alles mitnehmen. Da haben wir gar keine andere Schuss. Hier, friss das da. Das hier ist davon. So froh, dass das Ding über... Ah, der One-Up-Pilz! Wow. Nee, der Mini-Marsch. Speed and Range-Up. Oh, Gott sei Dank. Ein Speed-Up. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre der One-Up-Pilz. Ich weiß nicht, ob den One-Up-Pilz... Nee, den kann man nur aus dem Secret-Raum bekommen, ne? Ja. Okay, wir haben alles abgeklappert. Wir gehen zum Boss. Es sind Holos. Ob wir jetzt wieder einen Devil-Deal kriegen oder nicht. Nee, wir kriegen einen Angel-Deal. Oh ja, die Krone können wir ja mitnehmen. Machen wir das doch. Weil ich halt alle ausgeschlagen habe bis jetzt. Was bist du denn Schönes hier? Flight and Spectral Tears. Wir fliegen. Dich übrigens hätte ich gerne gemacht wegen dem Key. Falls wir dann doch irgendwie so OP werden, dass ich denke, Mega Satan kann man auf jeden Fall eventuell und so, weißt du Bescheid. Ne? Weißt du Bescheid? Achso, ja. Ja, okay, alles gut. Ja, wir können jetzt fliegen. Das ist schön. Und spektrale Tränen. Ich weiß nicht, ob Ipecac spektral ist, aber wir werden es sehen. Oh, im Shop war... Ja, im Shop war was, was ich gerne hätte. Doppeldrop. Ich sprenge dafür etwas aus unserem Automaten. Achso, wir können ja das jetzt auch alles kaputt machen. Weil wir können jetzt ja fliegen. Haha! Ist das schön. Jetzt wird es langsam schwierig, das zu timen, wo das Ding aufkommt. Wegen der Range-Up-Geschichte. Hui! Alles zerstören! Könnte ja auch überall eine Treppe drunter sein. Das darf man nicht vergessen. Und unter Pupu kann auch ganz tolle Sachen. Petrify Poop kann drunter sein. Oh, wir können fliegen. Wie gut ist der Run bis jetzt bitte wieder? Wenn ich sonst privat so Isaac Runs, gehen wir immer voll in die Hose. Und so wie wir sowas hier haben, ey, krasser Scheiß. Ach komm schon. Ich hätte gerne einen Range Down. Nee, du nicht. Doch, Moment. Nee, wenn ich den sprenge, dann vermiese ich mir die Chance auf Angel Deals, glaube ich. Aber du scheinst damit nicht zu zählen.
Okay.